Moin vom Elbe Triathlon 2018 in Hamburg. Das wird heute meine letzte olympische Distanz für dieses Jahr. Eigentlich nicht nur die letzte olympische Distanz, sondern der letzte Triathlon für dieses Jahr. Und wir wollen mal gucken, wie es wird. Ich war noch nie hier. Ich habe den Startplatz von meiner Frau zum Geburtstag gekriegt. Habe jetzt eine Nacht in Hamburg geschlafen. Jetzt ist es 20 nach 7. Ich hatte noch keinen Kaffee. Leicht an diese Regen, 14 Grad. Und das Wasser hat 19 Grad. Also es ist tatsächlich wärmer als die Luft. Und ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, oder mir ausgerechnet schneller zu sein als am Tegernsee, weil ja hier wesentlich weniger Berge sind. Aber nun hatte ich ja diese OP da vor 2 Wochen, dann wollen wir mal gucken, was heute bei rumkommt. Die Bedingungen sind super, die Organisation ist top. Das Einzige, was mir fehlt, ist mal wieder eine Startbeutelabgabe. Aber ich hoffe, ich kann meine Tasche in der Wechselzone liegen lassen, aber ich denke, das sollte klappen. Ansonsten habe ich mir eben gerade ruckzuck meine Unterlagen geholt. Die hätte man schon 2 Tage vorher auch holen können. Alles ist schon fertig aufgebaut, also Parkplätze war bis jetzt überhaupt kein Problem, ich bin aber auch relativ früh, aber ich denke, das wird alles passen. Ja, schauen wir mal, was uns auf uns zukommt. Wenn ihr nach einer Stunde quasi hier angekommen seid, dann lauft ihr am Ende auch wieder raus auf die Laufstrecke. Die Laufstrecke führt hier durch die Gitter durch, raus auf die Laufrunde, ist schon fast zu viel gesagt. Es geht oder auch der Nächste dort wartet und kniet und dem anderen den Chip abnimmt, ist euch überlassen. Und das müsst ihr zwei untereinander quasi ausmachen, wie ihr das Ganze. Elbe Triathlon 2018, mit 3 Worten zu beschreiben, es war geil. Es war wirklich geil. Hängt auch viel damit zusammen, dass ich heute die persönliche Bestzeit geschafft habe. Aber nicht nur ein bisschen, ich war 17 Minuten schneller als beim ersten Olympischen am Tegernsee. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen den Höhenmetern geschuldet, aber es lief wirklich sehr, sehr gut für mich. Also ich kann es noch gar nicht so richtig glauben, dass es geklappt hat, aber ich bin sehr zufrieden. Also 2:42, 58 hatte ich jetzt, da bin ich mehr als zufrieden eigentlich. Da habe ich nicht mit gerechnet, gerade nach den letzten 2 Wochen, die ja nicht so ganz doll waren, ist der Wahnsinn. An der Stelle nochmal Danke, Schatz, für das tolle Geburtstagsgeschenk. Ja, der Triathlon an sich, ich hatte schon gesagt, ist super organisiert. Ich habe wirklich nichts zu meckern, das mit den Startbeuteln, ja gut, das ist kein Problem, man kann seine Sachen ja in der Wechselzone lassen. Schwimmen in der Dove-Elbe war super, wie gesagt, 19 Grad Wassertemperatur. Ich hatte leichte Orientierungsprobleme, aber da war ich nicht der Einzige. Weil das Wasser ist halt nicht besonders klar, aber es war wirklich super zu schwimmen, angenehme Temperatur, schöne Schwimmstrecke, schwimmt man zum Schluss unter so einer Brücke durch, einem wird rausgeholfen, alles super. Wege zur Wechselzone sind ein bisschen länger, aber auch nicht unmenschlich lang. Wechselzone ist relativ strukturiert. Was mir nicht gut gefallen hat, war, dass ich, als ich vom Radfahren wiederkam, waren da noch Leute, die wohl gerade sich auf die Sprintdistanz vorbereitet haben in der Wechselzone und die haben halt den ganzen Gang blockiert, da muss ich einmal laut werden. Naja, kann man mit leben. Also bei mir hängt es am Ende ja nicht von 2 Minuten ab. Da ist okay. Da appelliere ich nochmal an alle Sportler, auf die aktiven Sportler zu achten, auch wenn man so ein bisschen gerade in der Vorbereitung ist. Ja, die Radstrecke, wie gesagt, ein Rundkurs mit 4 Runden musste absolviert werden für die Olympische. Für die Sprintdistanz logischerweise dann nur 2 Runden. War eine schöne Strecke. Die Straßenverhältnisse waren in Ordnung, also nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Es standen ein paar Autos an der Straße, es geht halt mitten durch Wohngebiete, wurde aber vorher alles angekündigt vom Veranstalter. Alles super. Man muss halt selber Runden zählen, deswegen war ich ein bisschen durcheinander, ob ich tatsächlich die richtigen Runden geschafft habe. Ich habe nochmal nachgerechnet, ich habe tatsächlich alle Runden geschafft, aber es gab wohl Vorfälle. Dann wieder eine Wechselzone auf die Laufstrecke, die führt ihr durch diesen Park, den ihr hinter mir seht. Hinter mir kommen auch gerade noch Starter rein und wenn man da um die Ecke biegt quasi, dann kommt man in den Startzielbereich und ja, die Strecke war super, ist so eine Schotterpiste, aber befestigt. Unterwegs gab es Verpflegung, Gels und Wasser. Dadurch, dass es warm wurde, war es ganz gut, dass so viele Bäume da waren, hat man den Schatten gehabt. Andererseits muss man auch nicht frieren. Beim Rad kam ganz kurz ein bisschen Regen auf, aber das Wetter war wirklich Bombe heute. Für den Triathlon zumindest.
Dann gibt es im Ziel ein Finisher-Geschenk, und zwar gab es ein Handtuch, finde ich auch nicht schlecht. T-Shirt gibt es immer. Medaille wäre natürlich auch ganz schön gewesen, aber am Ende, naja, habe ich auch schon zu viele. Also Handtuch ist in Ordnung. Ja, und dann gab es noch Zielverpflegung, alles was man so kennt, Obst, verschiedene Sorten. Erdinger hat wieder das alkoholfreie Bier geboten. Und es gab tatsächlich auch so kleine Eisbecher, das fand ich ganz klasse. Also das war super, schön in der Sonne nach dem Triathlon. Schmeckt Eis auch sehr gut, muss ich feststellen. Ja, also wie gesagt, ich bin begeistert, ich komme gerne wieder. Habt ihr gut gemacht, Tribulos. Super Veranstaltung. Ich gucke mir jetzt gleich noch den Sprintstaffel an und will noch ein paar Bilder für euch einfangen, und vor allen Dingen muss ich erstmal einen Kaffee trinken. Macht's gut, wir sehen uns dann in der nächsten Saison. Tschüss. Was die Wasserlage angeht, der reicht dann noch bei einer kurzen Distanz nicht aus, wenn man dann doch in der Wechselzone beim Ausziehen wieder ein bisschen Zeit hat. So, ist das Publikum dann auch schon bereit für den Teamsprint? Sind die Teilnehmer schon bereit, die als allererstes ins Wasser müssen? Ich glaube, die sind noch nicht bereit. Nochmal. Ist das Publikum denn schon bereit? So, Mädels, wie sieht es mit euch aus? Seid ihr bereit? Ah, geht doch. Sehr schön. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, sauber! Komm! Ja, da versucht sich die doch mal. So, die Wartezeit ist vorbei. Das war die letzte für heute. Letzte Wartezeit, und da geht's schon mit Schwung auf die Obststrecke. Die ersten Athletinnen in dem Fall. Guck mal, das wird immer noch angeführt von Nina Rosen für das Tri-Team Hamburg. Nina Rosenblatt, die für die Staffel Nummer 61 TTS Tri-Team Hamburg Nummer 2 am Start ist. Wirklich dicht gefolgt. Birte Zimmermann, Team Nummer 12, die Edelstaffel, Hannover 96, findet sich dahinter. Und dann nimmt man jetzt Heike Heller, der aus jetzt ins Wasser springt. Dicht gefolgt. Und dann kommt das Team Nummer 1, Start Nummer 6. Erster Sonderpunkt in der Sprungwertung. Es gibt leider keine Zeitumschrift. So, mit Schwung den Steg runter. Bekommen. Oh. Schwungvoll.
Frage nochmal an. Weiter geht's, das müsste die Staffel Nummer 3 sein. Vier Helden für Hamburg, einer springt jetzt ins Wasser. Der 58-Jährige Thomas Anders, einer von drei Staffeln des TSV Eintracht Hittenberg. Hui! Weicht an. War wohl Seitenwind. Start Nummer 46, Björn! Sprungcontest sollte man so einen Teamsprung mal mitmachen. So, weiter geht's, die Staffel 53. TR Ink Team. Alina wechselt auf Bastian. Da ist Tempo drin. Oh! Der kommt direkt zurückgeschwommen. Ah, da ist er. So, die komischen, Staffel Nummer 14. Mal schauen, was da jetzt kommt. Clemens. Oh, haben wir schon komischer gesehen heute. Okay, lassen wir das. Lieber, jeder konzentriert sich auf sich. Noch eine Staffel von Eintracht Hittenfeld auf dem Weg ins Wasser. Und die 26 Power Tree Team 2018. Das müsste René sein. So, Toms Clique ist auch hier, die Staffel 48. Inga übergibt auf Samuel. Auf geht's, Samuel. So, und nicht ganz Ideallinie, aber jetzt ist er oben um die richtige Boje. Passt doch. Die Wasserwacht Eimsbüttel übergibt auch an dieser Stelle. Und auch Eintracht Hittenberg mit der dritten Staffel ist auf der Reise. So, der Blended Express, Start Nummer 25, wer auch immer als Dritte startet, das müsste die Nele sein, die mag mal bitte zu mir kommen, weil ihr Teampartner hat kein Schiff mehr. Kassenplaner kommen. Mit der Startnummer 20 Gabi Scheffel und die hat einen besonderen Applaus verdient, weil Kassenplaner trifft in dem Fall zu, weil ihr Mann auch unser Orga-Chef ist vom Elbe-Triathlon und hier die Finanzen zusammenhält, damit die Veranstaltung funktioniert. Und das ist er, das ist unser Orga-Chef, Lutz Scheffel, der jetzt ins Wasser geht mit einem riesen Applaus. So, jetzt ist er im Wasser, jetzt können wir das Geld raushauen. Schokofrosch elegant ins Wasser. Und der Mankiewicz 1. Auf geht's. Hey! So, die Sprungwertung der ersten Runde ist damit eindeutig, glaube ich, bisher entschieden. Es gibt noch zwei, die es korrigieren können, aber das war bisher das definitive Highlight. FC St. Pauli, Staffel Nummer 31. Spontan Tri-Team. Das müsste der Robin sein, der gerade...